So, seht ihr denn? Ja, jetzt. Danke, OBS. Danke, voll lieb von dir, dass du auch das spielst. Ich bin live. Möchtest du mit deinen Freunden City Skylines auf Krog Studios streamen? Ja, mache ich doch gerade. Aber das ist der OBS, nee, nicht OBS, Discord Overlay. Irgendwie hat es mir die ganzen Soundeinstellungen verschossen und ich weiß nicht warum. Kann mir das einer erklären? Weil ihr habt vorhin auch keinen Sound gehört. Von hier, aber das habe ich noch gemerkt, als ich den Vorschlag gemacht habe, bevor ich auf den gedrückt habe, aber mein Mikrofon war auch weg. Ich hoffe, die Kamera, die passt noch. Okay, weil ihr sollt mich ja nicht über die Kamera heuern. So. Wir sind hier vorgestern. Gestern habe ich geschlafen. Gestern stehen geblieben. Nur, was machen wir jetzt? Also ich weiß, wir hatten ein bisschen finanzielle Problemchen. Ich mache einfach mal hoch. Und wir haben sehr viel Nachfrage in diesem wunderschönen kleinen Städtchen. Die Stadt senkt sich. Ich will wachsen. Und ich würde sagen, wir lassen doch auch mal die Stadt wachsen. Ich bin blöd, oder? Ich bin doof. So, ich weiß nur noch nicht, wie. Wir hätten hier drüben viel Fläche, um Einwohner und Menschen in die Stadt zu bringen. Die haben wir. Wir haben aber auch Industrienachfrage. Ich bin in der Lobby. Er ist in der Lobby. Er ist ja, guck mal, da ist einer in der Lobby. Hallöchen, ja, einen wunderschönen. Ich weiß nicht, wie man dich gehört hat. Das müsstest du mir jetzt im Stream sagen. Ich weiß nicht, irgendwie verschießt es mir hier öfters momentan. Immer wenn irgend so ein blöd Windows-Update ist, die Soundeinstellungen. Gerade echt total gewesen. Ich habe mir gedacht, Alter, was geht denn da ab? Wo? Ach so, weil ich mich doppelt gehört, weil du dich doppelt gehört hast, oder ich ja. Doppelt war. Voll übel. Ich kann ja meinen eigenen Stream auch laufen lassen, beziehungsweise ich lass ihn ja auch immer laufen. Mir fehlt Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe einfach kein Geld. Warte. Da, guck, ich habe kein Geld. Ein Fünfer habe ich. Ich habe einen Fünfer noch. Nee, wir haben kein Geld für die Autobahn. Scheiße. Jetzt weiß ich, wie es im deutschen Staat so gehen muss. Ja, dann bauen wir einen Flughafen hin. Vielleicht lohnt sich das. Den habe ich noch nicht freigeschalten. Wir haben ja erst knapp 4000 Einwohner in der Stadt. Ich glaube, ich mache dich ein bisschen lauter. Ich muss da noch ein bisschen mit der Soundeinstellung etwas fixen, weil... Ich kann dich nicht mehr lauter machen. Bescheuert. Du bist auf 200%. Ja, sag ich ja. Das ist echt... Ich weiß nicht, das ist behämmert. Über, Ding, über TeamSpeak habe ich das hinbekommen soweit, aber über Discord... Eieieiei. Keine Ahnung, ich... Bei Sven ist es interessant, wenn der zum Beispiel mal hier ist. Ich muss ihn jedes Mal umstellen. Ja gut, das Interessante ist halt dann auch einfach, wenn er dann zum Beispiel auf sein Mikrofon umstellt, dann war's das für eine Weile. Und dann hörst du dich nämlich auch selber. Ja, aber bei Sven ist es oft krass, er kommt rein, ich muss ihn lauter machen, ich muss ihn leiser machen, auch wenn er zum Beispiel immer das Headset zum Beispiel hat, unabhängig, ich muss ihn lauter und leiser machen. So, die Frage ist, wir könnten Arbeitsplätze schaffen, aber wir haben eh schon Wohnungsknappheit. Und Gewerbe will auch ein bisschen in die Stadt. Eigentlich müsste ich rein theoretisch hier etwas runterkommen von der Industrie. Aber das ist schwierig. Und ich muss mal schauen, dass ich hier wiederholen rein tue, weil sonst haben wir gleich irgendwie vielleicht Copyright-Music drin, wo ich keine Lizenz für habe. Da, 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 da. Das Üble ist, ich habe das Spiel auch mal versucht. Also ich hab's mal angezockt, dann hab ich's versucht, aber ja. Also das Spiel hat ein bisschen einen Schwierigkeitsgrad, ja. Wobei man, das stimmt nicht ganz, nur anfangs. Wenn du den ersten Step geschafft hast, dann schwimmst du in Millionen. Denkst dir, ich baue einfach da hinten für 3 Millionen ein komplett neues Stadtgebiet auf. Hast kein Geld mehr, 10 Sekunden später, warum habe ich schon wieder 5 Mille? Aber man kann es auch verkacken, also das geht auch. Mir ist tatsächlich, weil ich es ja schon lange nicht mehr gespielt habe, das letzte Mal ein kleines Malheur passiert.
Da habe ich's verkackt. So, wir bauen jetzt hier mal die Autobahn weiter. Ein bisschen Autobahn. Danke für den Sub. Danke, danke, Markus. 3 Monate. So. Die Frage ist, bauen wir es direkt den Kreisverkehr an die Autobahn? Dann wird Auf- und Abfahrt schwierig. Oder ich lasse ein bisschen Platz. Eigentlich müsste ich ein bisschen Platz lassen, damit ich eine Auf- und Abfahrt trotzdem noch hinbekomme. Irgendwie. Und ich blick das Spiel immer noch nicht. Ich habe zwar mal ein Video angeschaut, dass du da nur irgendwelche Straßen bauen musst, glaube ich. Und die Firmen bauen sich von selbst auf oder sowas. Weiß ja, du musst tatsächlich, oder dein Haupt... warum ist hier die Skylines stumm? Alter, ernsthaft? Ich komme hier rein... Heute, ich habe vor ein paar Tagen ja erst gestreamt und heute ist alles irgendwie gefühlt umgestellt an meinem Sound. Und ich weiß nicht warum. Gestern war doch ein Update raus. Ja, das ist mein Verdacht auch, dass das so ein blöd Update war. Ja, aber ich habe gestern, ja, ich habe gestern Windows geupdatet. Das ist richtig. Ja, dann wird's ein blöd Windows Update gewesen sein. Uff. Ach du Schande. Was denn? Ich habe hier auf einmal ungefähr, weiß nicht, 20 Updates, Status, Installation, Ausstieg. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, momentan zerschießt mir Windows gern mal so ein bisschen mein Zeug. Geht dir nicht nur dir so, sondern auch mir. Ich habe gestern COD Cold War gezockt mit Sven. Mhm. Ich habe FPS-Probleme meines Lebens gehabt. Ich war noch nie so. Ja, aber wollte ich gerade sagen, du hast ja eigentlich einen ziemlich guten Rechner. Alter, ich habe gestern unter 30 FPS, also immer mal so 27, 29, man hatte vielleicht kurz 40, dann hatte ich wieder 29. Boah, das ist traurig. Laut dem Ding, was ich habe von Nvidia, dieses Experience, sagt er mir sogar, ich sollte einfach mal nach oben gehen mit der Einstellung. Warum bin ich denn so niedrig? Okay, aber das ist traurig. Aber ich hab's momentan ähnlich, dass irgendwie, weiß ich nicht, immer wenn ich irgendwas mache, das irgendwie extrem verschießt, meine Kameraeinstellungen, zum Beispiel, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue, speichert der gar nicht mehr, beziehungsweise schießt er jedes Mal wieder raus aus den Einstellungen, muss ich immer komplett neu einstellen. Weil, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich hab Hautfarben und bin nicht orange. Weiß ich nicht, ich mach wirklich OBS auf und ich sehe mich erstmal in leuchtend orange. Weil der sämtliche Farbeinstellungen auf irgendwo hinschmeißt, mit einer Automatik drin. Also er steht auf Automatik dann plötzlich. Aber diese Automatik ist so fehl am Platz und so ein Fail, dass der mich nicht erkennt wie ein Mensch. Ich bin ja froh, dass der Fokus wenigstens momentan funktioniert. Hier, so, die wollen immer mehr Industrie und wir haben gerade gar kein Geld mehr. Ich wollte hier eigentlich jetzt gerade ein schönes kleines Wohngebiet aufbauen für meine Menschen, damit die sich ein bisschen ein Haus suchen könnten. Na, vielleicht noch einen schönen Laden bauen können. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Das Problem ist tatsächlich, so wie ich es baue, dass der Verkehr, dass ich nicht 10-mal umbauen muss und dass der Verkehr eigentlich immer so ein bisschen unter Kontrolle bleibt, ist es sehr, sehr, sehr teuer am Anfang und ziemlich schwierig und du machst kaum Fortschritte. Weil ich halt mit erhöhten Autobahnen arbeite, mit verschiedenen Verbindungsarten, also zum Beispiel wirklich... Ich schaue, dass so ein Wohnviertel mehrere Autobahnen auf- und Zufahrten haben, dass sie über die Autobahn fahren können und ich ein gutes Autobahnnetz habe, was es alles ein bisschen miteinander connected und verbindet. Aber es kostet dann halt anfangs sehr viel. Ja, aber gut, das zahlt sich dann später auf jeden Fall rein, ne? Weil dann hast du keine Staus oder irgendwas. Genau. Genau. Das ist auch der Hauptgrund. Ich würde tatsächlich die Musik, wenn du jetzt da bist, nochmal einen Ticken leiser machen, so mal auf 50, dass sie nur so ganz leicht im Hintergrund da ist und man dich besser hört. Ist deine
Shisha? Ist die grün? Ja. Ja, geil, Alter. Ich hab die gerade richtig unsichtbar gesehen. Das ist perfekt. Tatsächlich habe ich mir den Akkuträger nur gekauft. Es ist zwar nicht unbedingt den Akkuträger, den ich gern hätte, den habe ich auch schon ewig, aber der war einfach in Amazon Prime im Angebot für 25 Euro. Akkuträger mit Kopf und Ersatzcoils für 25 Euro. Okay. Also das komplette Set nur ohne Akkus für 25 Euro und meine ist damals kaputt gegangen und ich habe mir gedacht, Alter, was für ein perfektes Timing. Boom, kaufe ich. Also, wir haben wieder 11.000. Ich würde gerne hier ein bisschen weiter mein Städtchen aufbauen. Denn wir haben ja noch vor, jetzt hier mal ein bisschen Wohnfläche vielleicht herzubekommen. Das wäre schon mal ganz cool, dass hier wieder ein paar Menschen in die Stadt kommen könnten und ich das Startwohngebiet einfach mal vernichten kann. Natürlich alles schön mit Einbahnstraßen, um den Verkehrsfluss etwas besser kontrollieren zu können. Und später damit dann auch Busverbindungen einfach schlangenlinienmäßig durch die Stadt fahren zu lassen. So, jetzt brauchen wir da drüben natürlich das Wichtigste. Wasser, weil die Leute wollen auch kacken. Und nicht... nicht vergessen, der kleine Finger will auch immer sauber werden. Das heißt, ich schau dir jetzt im Stream zu und bin gerade echt am überlegen, ob ich das Game nicht auch einfach starte, um das mal wirklich so... Weil für mich ist das halt, ich habe das angefangen und für mich ist das halt echt sowas von kompliziert. Ja, wichtig ist am Anfang tatsächlich nicht übertreiben. Eher hinterher zu laufen. Du kriegst Feuerwehr, Polizei freigeschalten. Nicht unbedingt sofort Feuerwehr und Polizei zu bauen. Dass du unten deine Balken unter Kontrolle behältst, was ich gerade zum Beispiel überhaupt nicht tue. Also mache ich gerade wirklich gerade gar nicht. Ich habe so ein kleines Problem da unten. Aber da schaue ich, dass ich es einfach gerade ein bisschen durch weiteren Ausbau wieder unter Kontrolle bekomme. Das triggert mich gerade hart. Tut mir leid, Stromleitung, du musst jetzt mal kurz weichen. Erweitern Sie das Gebiet? Ja, ich bin dabei. Das heißt, aktuell mir fehlen Arbeitsplätze. Deswegen will gerade niemand in die Stadt, weil ich nicht genug Arbeitsplätze habe. Aber das wäre alles nicht so dramatisch. Oder das ist alles gar nicht so dramatisch. Weil dafür bauen wir gerade schon mal ein bisschen aus. So, da kommt dann hier schön das Stromnetz mal hierher gewandert. Hallo Markus, seine Freundin. Hallo. Die hat da gerade hier so irgendwie was gesungen mit so, es ist vorbei und ich gucke sie so grinsend an und sag, mein Herz blüht auf, tschüss. Geil. Der Todesblick, ich glaube, ich bin gleich. Gleich ist er tot. Tatsächlich wollen auch nicht so viele Menschen rein. Warum ich nix Strom? Tut mir leid, Menschen. Aber der Kerzenshop da oben, der hat super Kerzen. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Ich habe den Strom vergessen anzuschließen. Momentan ist die Attraktivität in unserer Stadt nicht so hoch, weil uns viele Dinge noch fehlen, aber die fehlen uns hauptsächlich an Geld. Aber die Industrie will zu uns. Yay! Und ein bisschen Gewerbe. Ein bisschen Gewerbe haben wir gemacht. Dadurch kriegen wir auch wieder ein paar Anfragen an die Menschen hier rein. Ich würde gerne hier außenrum Gewerbegebiet machen. Das Industriegebiet soll mir gehören. Ich will ein städtisches Industriegebiet. Aber da müssen wir erstmal schauen, wie wir das machen. Weil ich echt gerade meinen Start gar nicht so gut so feier. Aber guck mal, der Crocs, der baut das immer genauso wie ich.
immer, sag ich mal, fast identisch. Er sucht sich immer einen Plan aus, wo er etwas hinbauen kann, und so macht er das dann auch. Da muss immer gedanklich ein Plan dahinter sein. Ja, ist es auch. Momentan fehlt es ein bisschen an Einwohnern, an Nachfrage. Jetzt, wo ich ein Gebiet gebaut habe, wo Einwohner hin könnten. Das liegt aber, schätze ich, sehr stark daran, weil die Gebiete sehr unattraktiv sind, weil keine Krankenhausversorgung zum Beispiel da ist. Die ich jetzt aber mal kurz hier erledige für 10.000. Feuerwehrtechnisch auch schwierig. Habe ich auch alles noch nur im Startgebiet. Bräuchte ich jetzt auch mal 2 Stück, weil wir hohe Brandgefahr haben. Was auch lustig ist, du baust eine Feuerwehr und die Brandgefahr geht runter. Eine Feuerwehr hat eigentlich nichts mit Brandgefahr zu tun, sondern es nur, die sind dafür da, wenn es brennt, das Feuer wegzumachen. Oder senkt eine Feuerwehr, also mal im echten Leben, eine Feuerwehr senkt doch nicht die Brandgefahr. Normalerweise nicht. Also das würde ich zum ersten Mal so hören. Aber das ist genial. Dieses Fenster habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen. Mit der Feuersicherheit. Ja, wenn du auf die Feuerwehr drückst, siehst du die Feuersicherheit. Wenn du auf das Krankenhaus klickst zum Beispiel, siehst du Gesundheitswesen, Bestattungswesen, Kinderbetreuung und Altenheimen. Aber ich habe ein paar DLCs mit drin. Aber die Fenster gab es schon immer. Die waren immer da. Was sagst du das? Epic? Nee, Steam. Echt? Ja, aber ich weiß es, es gibt sehr viele DLCs drin. Durch ein DLC kann ich zum Beispiel eigene Gewerbegebiete machen, wie ich kann eigene Erzindustrie bauen, eigene Ölindustrie, eigene Landwirtschaft, wo ich dann sage, ich baue hier zum Beispiel ein Karottenfeld hin, ich baue hier einen Obstbaum hin, ich möchte eine Bäckerei noch haben und so Zeug. Das kann ich alles damit steuern. Die Einnahmen, die dieses Industriegebiet macht, geht auf mein Konto. Und massives Ölindustrie, also da habe ich dann immer wirklich pro Woche 1-2 Millionen, aber es ist auch sehr, sehr, sehr teuer. Muss man auch dazu sagen. So 12.000, jetzt haben wir hier schon mal Arzt. Und man sieht es genau, ich habe jetzt hier einen Arzt hingehaut. Und die Zufriedenheit geht nach oben der Menschen da. Und dadurch ist auch instant unten der grüne Balken nach oben gegangen, weil einfach die Zufriedenheit da war. Unsere Zellen sind voll. So viele Verbrecher. Das wird das nächste sein. Ein Gefängnis. Nicht ein Gefängnis, eine Polizeistation. In das neu wachsende Polizeigebiet hier, Stadtgebiet hier unten. Da rechts ist ja noch ein bisschen Platz, wo ich noch Bäume und sowas fällen kann. Holzfäller und ein paar Förster. Das kriegen wir auch noch hin. 12.000. Bildung teuer. Weiß ich noch nicht, ob ich die gleich mit herschmeiß. Aber wichtig wäre mir jetzt hier einfach mal die Menschen ein bisschen glücklicher zu machen, damit die auch wieder in die Stadt möchten. Und danach muss ich eigentlich direkt wieder auf Arbeitsplätze gehen. Und Markus, was du vielleicht auch nicht weißt. Jedes Gebäude, was du baust, wie Krankenhaus, Feuerwehr, Polizeistation, sind Arbeitsplätze. Das heißt, logischerweise, wenn du eine Polizeistation brauchst, dann brauchst du Polizisten, das sind Arbeitsplätze. Das heißt, du kannst damit auch Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Auch Kraftwerke, alles braucht Arbeiter. Okay. Deswegen muss auch jedes Gebäude zum Beispiel an der Straße stehen. Auch selbst ein Damm, ein Wasserkraftwerk muss so stehen, dass die Menschen es erreichen können, die dort arbeiten. So, wir, dass es halt nicht direkt im Wohngebiet ist, ne? Ja, es kommt, ja, Wasser ist auch eine sehr gemeine Physik, weil du viel auf die Umgebung drum achten musst. Das heißt, baust du ein Wasserkraftwerk hin und staust einen Fluss damit an, dann ist der Fluss halt nicht einfach da, sondern du staust ihn an. Das Wasser steigt dahinter. Das versuche ich tatsächlich eigentlich immer zu meiden, weil ich es bis heute noch nicht hinbekommen habe, ohne dabei was zu überfluten. So ehrlich muss ich auch mal sein. Züge zum Beispiel versuche ich per dem Personenverkehr immer sehr stark mit einzubinden, weil der reine Güterverkehr macht dir Minus, was ich leider sehr schade finde. Du kriegst
über den Güterverkehr kein Gewinn. Aber sehr viel wieder die Autos von der Straße runter. Aber später ist dir das eh egal, also... Ich sag mal so, ab 20.000 Einwohnern in der Stadt hast du so viel Schotter, dass dir alles egal ist. Baust du einfach. Aber ich hab halt von... schon viel besser. Ich habe halt damals Skylines geholt, wo hier Wintermister war, ne? Mhm. Aber so viele DLCs gab's doch gar nicht. Es gibt ein paar, die sind ziemlich sinnfrei, da kannst du ein Radio im Hintergrund laufen lassen oder sonst irgendwas. Es gibt einige, du musst dir die mal anschauen. Manche davon sind echt cool. Die würde ich sofort empfehlen, dass man sich kauft, aber man gibt halt auch dabei leider ein bisschen viel Geld aus. Ich habe mir diese immer so nach und nach, wenn sie mal im Sale waren, geholt. Na gut, ist ja bei mir wie ein Ding mit meiner Freundin. Da haben wir für Sims ein bisschen Geld ausgegeben, weil da kannst du ja gerade zur Zeit auch das online zocken. Das heißt, die ist am Ding, am Laptop, ich am PC und dann zock mal. Also wollen wir jetzt dann demnächst wirklich so anfangen, das zusammen zu zocken. Sims 4? Ja. Ja, hab ich auch tatsächlich. Ich hab auch mir Sims 4 jetzt geholt, vor kurzem erst. Na. War es ja auch schön im Sale. So, jetzt mache ich mal was Günstiges. Um die Attraktivität der Wohnfläche etwas zu gestalten. Wir brauchen Parks und Plazas. Also baue ich hier einen Plaza her. Man sieht, wirkt sich nicht so viel aus. Da braucht man ziemlich viel Leiter von. Aber die kosten halt auch fast nichts. Was sind 1000 Dollar? Was sind 1000 Dollar für eine Stadt? Was hast du dir Sims geholt, wenn ich fragen darf? Ha? Steam? Team auch wieder, gell? Ja, war dort im Sale und ich sag's dir ehrlich, wie es ist, das war für 12 Euro oder sowas. Ja, ja. Ja, dann fackel ich da nicht lang. Für 12 Euro tut's einem nicht weh. Und ja, achte auf den grünen Balken. Die Fläche ist durch die Plazas, die ich da hingebaut habe, viel attraktiver geworden und viel, viel, viel mehr Menschen möchten jetzt in die Stadt rein. Ich kaufe das Sims Deluxe, Schatz, jetzt zweimal über. Das ist mein Valentinsgeschenk an dich. Und das Jahresgeschenk an dich ist dann hier dieses Animal Crossing. Ja. Du könntest ja auch einfach ein paar Kerzen anzünden, schön kochen und ihren romantischen Abend zum Valentinstag machen. Ja, dann kann ich ja auch gleich lachen gegen die Wand rennen. Ist klar. Ich will das Lachen gegen die Wand rennen sehen. Das glaube ich dir. 1 Million Views. Easy. So, ich muss mal unser Klärwerk vielleicht ein bisschen... ich habe kein Geld, um das Umzugskosten. 4.400. Ich bin mal kurz AFK, bin gleich wieder da. Und Müllprobleme habe ich auch, oder? Ja! Es wird gerade nicht besser. Scheiße. Weil wir immer sehr stark aufs Geld warten müssen. Und ich kann mir nicht mal eine Mülldeponie leisten. Ich bin arm. Ich bin ein armer Schlucker. Also das weiß ich, aber jetzt bin ich noch ärmer. Kommt Leute, 4000. Die kriegen wir doch hin. Ich hätte einen Notplan. Was hat's denn eigentlich immer mit dem Abwasser? Ein Notplan. Ganz schnell hier mal noch ein paar Wohnflächen her. Schaffen. Das wäre mein Notplan, damit ein paar Menschen in die Stadt kommen. Oh, ich bitte, lass mich das jetzt nicht verkacken. Wir machen minus... Okay, wir gehen wieder ins Plus rauf. Kommt, Sägewerk. Warum macht mein Sägewerk minus? Jetzt mal hat's Plus. Ja, wir müssen... Ja, das Sägewerk ist halt noch weitaus nicht da, wo es eigentlich sein sollte, vom Ausbau her. Dauert halt einfach eine Minute oder zwei noch. Aber wir brauchen definitiv wieder Geld, weil denen gefällt es gar nicht, wenn hier Müll rumliegt oder wenn die ihren Müll nicht loswerden können. Nein, kein Minus! Plus! Geld! Rauf! Mehr! Ich will aber jetzt auch kein irgendwo Industriegebiet mal schnell hinklatschen. Weil das braucht so viel Strom.
Komm! 4000, damit ich meinen Müll loswerden kann. Wir haben doch nicht die 55 für den Atomizer. Der sehr, sehr massiv gut ist. Wir haben das einfach gerade nicht. Der Atomizer würde uns sehr viel bringen. Ich habe gerade ein massives Problem. Kann ich, warte mal, wir schauen mal kurz Darlehen. Habe ich hier? Ja, oh ja, ich kann Darlehen nehmen. Ja, dann mache ich hier jetzt erstmal Butz. Und Recyclingzentrum macht halt auch leider sehr, das ist ein Recyclingzentrum, ja. Sehr hohe Umweltverschmutzung. Aber jetzt kriegen wir erstmal den Müll wieder weg. Und das ist schon mal sehr wichtig. Jetzt habe ich aber auch wieder Geld. Ich glaube, durch das Ding. Ich würde gerne mal hier eine Grundschule hinschmeißen. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Und hier drüben, einfach um die Attraktivität wieder hochzukriegen, Plazas. Davon braucht man leider ziemlich viele. Aber hey. Die Attraktivität steigt da sehr hoch. Wie schaut es denn gerade geldtechnisch aus? Da sind noch 12.000 zum Zurückzahlen. Da sind jetzt 19.000 wieder, weil wir haben ja gerade den Kredit aufgenommen. Ich werde, wenn ich Pech habe, glaube ich, gar nicht dran vorbeikommen, hier noch ein bisschen herzuschmeißen. Ein bisschen, Gebiet. Ein bisschen Gewerbe. Machen wir noch ein bisschen was. Wie schaut es stromtechnisch aus? Stromtechnisch sind wir sicher. Da sind wir safe. Mir fehlt noch der Geothermie-Reaktor. Der fehlt mir noch sehr. Und der Atomizer. Der tut noch weh, dass wir den noch nicht haben. Es tut richtig weh im Herzen. Ich will doch nur den Müll atomisieren. Vernichten. In die Atome und Protonen. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach irgendwas. Ja, Kaffee ist immer gut. Meine Katze. Miau. Knuspertaschen. Ah, da kann meine komischerweise gar nichts mit anfangen. Die mag die gar nicht. Ich muss nur die Schachtel klingelingeling und flupp, ist sie da. Meine ist momentan, ich weiß auch, so grundsätzlich nicht mehr auf Leckerlis. Egal welche ich ihr gebe. Früher war die richtig scharf drauf, mittlerweile ist es ihr egal. Ich weiß, also ich habe das der Mike gesagt, also meiner Freundin habe ich das gesagt, die Knuspertaschen kriegt sie nur von mir. Und jedes Mal, wenn ich abends nach Hause komme, ist sie sofort zur Stelle. Müsstest du noch ein paar haben? Komm. Ich schaue, dass ich noch ein bisschen ein bisschen Industrie herbekomme. Ein bisschen nur. Um die Nachfrage ein bisschen zu decken, weil unser Forstgebiet einfach momentan doch noch ein bisschen teuer ist zum Ausbauen weiterhin für uns. Wobei, Friedhof ist doch, ich brauche da drüben auch noch einen Friedhof. Unser Friedhof ist voll. Da liegen Leichen. Tote Menschen. Ich sehe überall tote Menschen. Eigentlich sehe ich gerade nur eine. Ne, zwei. Wie viel kostet denn so ein Friedhof? 8000, Mann. Ich hab massive Geldprobleme. Autobahn ist teuer. Hätten wir die Autobahn noch nicht, glaube ich, wären wir schon deutlich weiter. Aber dann haben wir den Verkehr einfach noch nicht so unter Kontrolle. Ich überlege gerade, ob ich sehr vielleicht noch ein bisschen ins Gewerbegebiet, in unser eigenes Industriegebiet investiere, das nächste Geld. Und zwar gar nicht weiterverarbeitende Industriebau, sondern hier unten, wo die Bäume sind, eher Bäume. Baumplantagen. Müllberge. Auch das noch. Aber wir haben doch jetzt Müll. Da. Wir haben doch gerade eben für Müll gesorgt. Wir haben doch gerade eben zwei Stück gebaut.
Okay. Minus. Ah. Komm schon, raus aus dem Minus. Ich glaube, wir haben am Anfang zu schnell versucht, trotzdem eine große Stadt mit dem Gebiet hinzukriegen. Zu schnell. Dass ich ein bisschen Ticken zu schnell gehandelt habe. Ich schau mal, ob wir das irgendwie ein bisschen unter Kontrolle wieder bekommen. Ich lasse einfach hier noch ein bisschen Industrie her. So. Dass wir da noch ein bisschen Geld ranbekommen. Wieder. Er ist jetzt schon zu 24% voll. Wir brauchen dringend den Atomizer. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich 55.000 herbekomme. Weil unsere Kredite laufen auch noch ein bisschen. Atomizer ist halt massiv geil. Der ist da ist sehr gut in der Hinsicht. Natürlich habe ich gekleckert. So dramatisch. Da, 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 da. Wir müssen nur einfach mal wirklich schauen. Hier, das Wohngebiet ist schon wieder voll und wir haben Nachfrage nach Wohngebiet. Wie schaut es eigentlich hier aus? Wir kriegen das nächste Level up noch nicht. Okay. Haben wir noch nicht. Bekommen wir auch noch nicht. Jetzt schon zu 30% voll. Wir haben es gerade eben erst gebaut. Ich würde gern, mir fehlen 7000 jetzt Zahlen nehmen. Damit haben wir gerade ein bisschen ausgetrickst, in Anführungszeichen. Ein Atomizer, bitte. Butz! Hier drüben noch ein Atomizer. Der ist dann noch nicht im Stadtgebiet drin. Aber wir kriegen jetzt schon sehr gut den Müll weg. Wir brauchen aber trotzdem noch einen Friedhof. Der muss dann irgendwo hierher wandern. Wobei unser jetziger Friedhof erst zu 50% ausgelastet ist. Also Platz wäre noch da, aber da können wir trotzdem bauen. Das ist das nächste Ziel, was wir dann machen. Vielleicht sollte ich auch hier noch ein bisschen das Stadtgebiet ausbauen. Was mich wundert tatsächlich, wir haben noch nicht die schöneren Straßen. Da werden wir dann auch sehr viel Geld ausgeben müssen. Ah, ich mach miese. Um die Straßen zu haben, die geilen. Die schönen. Ich habe wieder miese. Lass mich mal kurz gucken. Was kostet denn im Gewerbegebiet das Forstgedöns? Da sind wir bei 12.000. Ist halt auch jedes Mal viel. Und die verbesserten Logistik und Sachen, die lohnen sich noch nicht. Ich könnte ein Möbelhaus noch hierher schmeißen. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das rechnet. Das Möbelhaus. Müssen wir mal schauen. Irgendwie müssen wir es ja hinbekommen. Irgendwie müssen wir die Stadt noch ein bisschen retten. Aber ich habe halt überhaupt kein Geld, hä? So richtig doof. Minus 2000. Minus 3000. Warum machen wir so miese auf einmal? Ist der Atomizer doch nicht so teuer? 2888 Unterhalt. Okay, der ist doch ein bisschen teurer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Stadt einfach schon verkackt. Dass ich gerade in so einer Spirale bin, wo es kaum vorangeht. Aber ich schaue, dass wir sie retten. Springdale hatte halt anfangs ein paar Schwierigkeiten. Hat's aber irgendwie auf die Kette gebracht. Wir machen auch kaum noch Plus. Was auch nicht geil ist. Und wir springen eher direkt immer wieder in die Miese. Ich schau mal, ob ich es hinbekomme. Wir wollen ja ein bisschen hier soll ja ein bisschen Gewerbe hin. Deswegen machen wir hier mal ein bisschen Gewerbeindustrie. Hier runter.
und malen hier oben noch ein paar Wohnflächen hin. Dass hier auch noch ein, zwei Häuser her können. Um das Bestehende jetzt ein bisschen zu nutzen, weil wir viele ungenutzte Straßen haben, vor allem hier oben. Für das Verhältnis der genutzten Straßen. So ein bisschen. Und halt auch viel nur die Autobahn. Leider. Was auch nicht so geil ist. Die Wohnfläche ist schon direkt bebaut, die Gewerbefläche noch nicht ganz. Wie wir machen. Was hast du für ein Problemchen? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, ich habe eine Grundschule. Rechnen können sie zumindest. Also. Die. Ja, Grundrechenarten vielleicht. Was lernt man in der Grundschule? Hat man in der Grundschule schon. Ja, doch. Mal und geteilt, also Multiplikation und Subtraktion, hat man schon, oder? Denk schon, gell? Wir machen nicht mehr miese. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung, dass es nicht mehr Geld ins Minus geht. Ist ja schon mal was. Wie viel verbrennt der? Ganz in Ordnung. Hat auch eine Ausgangsleistung, was halt auch geil ist. Du verbrennst Müll und kriegst ein bisschen Strom mit dazu. Nicht so wie bei einer Müllverbrennung, aber das funktioniert sauber. Ich muss echt mal schauen, dass wir ein bisschen aus der Problematik des Geldes nach oben wandern. Dann würde ich hier wirklich noch weiter Das kann ich mir nicht leisten momentan. Ich muss auf Strom bleiben. Also brauche ich noch ein paar Windturbinen. Für das Geld, was ich nicht habe. Ach, leck mir am Arsch. Oh. Was mache ich? Wenigstens gehen wir nicht in die Minusgrade, weil das ist echt. Gebiete, wo Schnee liegt, ist sehr schlimm, gerade anfangs, weil du massiv Geldprobleme hast. Und das ist jetzt unser Problem hier, das Abwasser hat keinen Strom mehr, also läuft unser Abwasserwerk nicht, unser Klärwerk. So, und dadurch machen wir noch mehr miese, weil kein Strom da ist und kein Abwasser geklärt wird. Warum eigentlich Obstgartensägemühle? Okay. -7. Wir gehen bankrott. -8. Nein! Das lief doch jetzt so gut bis vorhin. Nein! Notverkauf. Es liegt nur am Strom. Warum unsere Stromerzeugung tatsächlich nach unten geht, weiß ich gerade auch nicht. Warum geht unsere Stromerzeugung? Wir haben doch jetzt die ganze Zeit 120 Megawatt gehabt. Jetzt haben wir weniger. So, es scheitert nur am Strom. Das ist das Einzige, wo es gerade dran scheitert. So, 124 Megawatt wieder. So, jetzt sind wir mit dem Strom wieder sicher, dann läuft nämlich das Abwasser auch wieder und das Abwasserwerk. Was ja schon mal eine gute Sache ist und wir haben vielleicht noch, nee, haben wir nicht. Deswegen machen wir miese gerade, weil wir nicht genug Strom hatten, dadurch ist das Abwasserwerk abgeschaltet, dadurch ging kein Abwasser mehr raus. Ich glaube, ich habe wirklich anfangs noch ein bisschen zu klein gebaut. Anfangs ein bisschen verkackt noch. Das ist immer das,
Weißt du, die Skylines, wenn du anfangs ein bisschen Mist baust, das zieht sich durch. Hier sind auch lauter Tote. Ich muss neu starten. Leider. Weil jetzt schrauben wir uns ins Tod, wenn wir das schon den Notverkauf hatten. Ja gut, den wirst du jetzt demnächst dann auch wieder haben, weil der geht weiter runter, ne? Ja, es gibt nur einmal den Notverkauf. Und zwar hatten wir, welches hatten wir denn? Wir hatten irgendwas, Lavendelsee, genau, wir hatten den Lavendelsee und ich probiere den nochmal. Also das Schlimmste, finde ich, für einen Start ist, sind Schneegebiete, weil da geht es dann in Minusgrade und alle heizen mit Strom. Geht es nicht, Multiplayer? Nee, geht nicht Multiplayer. Geht nicht Multiplayer, das ist Single, ne? Ja. So, wir probieren es nochmal. So, ich versuche aber dieses Mal mein Startgebiet zu vergrößern, also nicht so ein kleines Startgebiet wie gerade eben, sonst deutlich höher in das Startgebiet einzuspazieren. Deutlich größer in das Startgebiet. Und auch ein bisschen mehr Gewerbe und alles mit reinzubringen. So. Schauen wir einfach mal, ob wir das hinbekommen. Wäre ganz cool, wenn es klappen würde. Welche DLCs würdest du mir jetzt noch empfehlen? Ich müsste dafür in Steam schauen. Steam. Die DLCs, die ich habe. Wo kann man denn das nochmal nachgucken? Wenn du runterscrollst, kannst du unter Erweiterungspacks nachschauen. Genau. Hier meine Zusatzinhalte. Was ich habe, ist Snowfall. Was ganz cool ist, macht aber mehr Schwierigkeitsgrad. Industries würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist echt cool. Weil damit kannst du die eigenen Industriegebiete bauen. Und nicht nur random generierte. Okay. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel eins der Hauptdinger, die ich auf jeden Fall mal mir holen würde. Industries. Also Industries auf jeden Fall. Ja. Sonst nichts mehr oder was? Sonst erstmal nicht so wirklich, ne. So, jetzt mache ich hier oben einfach mal gleich vielleicht irgendwo daher. Zweimal Windkraftrad. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich wieder ein Kohlekraftwerk. Wir schauen, dass wir mal direkt auf der Öko-Industrie bleiben. Das Problem, was wir halt hier haben, was halt echt ein großes Problem ist, wir haben hier keinen Fluss an unserer Seite. Das heißt, ohne Fluss logischerweise kein richtiges Abwassersystem. Wo hier gut mit D'accord geht. Deswegen müssen wir gleich von Anfang an die teure Kläranlage bauen. Die auch sehr stromabhängig ist. Was ja auch logisch ist. Ein Rohr, was einfach nur ins Wasser geht, wo du die Kacke ins Wasser reinschubst, ist halt nicht abhängig von Strom oder sonst irgendwas. Ich hoffe, habe ich jetzt schon wieder zu viel Geld ausgegeben? Ich habe jetzt schon wieder nur noch 800. Was ist denn los, Mann? Das heißt, ich kann jetzt schon wieder nicht mal mehr starten, weil ich keinen Strom mehr hinbekomme irgendwo. Was baue ich denn? Bin ich so raus aus City Skylines? Ey, das ärgert mich. Lavendelsee. Nochmal. Okay, das Klärwerk ist halt auch teuer. Wir könnten auch einfach einen Wasserturm bauen, aber der reicht halt, der bringt halt so gut wie nichts. Dann müsste ich nicht darüber. An den See. Aber davon brauchst du so viele. Ich
mir kommt es so vor, als ob ich irgendwie City Skylines verlernt habe. Und es ärgert mich. Das glaubst du gar nicht, wie mich das ärgert. In Schwarz-Weiß? Gehört mir irgendwie gefallen, weil die Sonnenbrille hat nicht so ganz gepasst, aber das Grau sieht geil aus. Ey, wie cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ich kann noch einiges mehr verändern. So. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich darf aber nicht... Eigentlich, wenn ich wieder für die Zukunft denke, darf ich nicht so nah an die Autobahn ran, weil da dann noch ein Kreisverkehr kommt. So. Ich baue jetzt einfach mal ein bisschen. So, das wäre erstmal das hier. Dann schaue ich mal, dass hier oben ein bisschen Gewerbe hin kann. Und ein bisschen Industrie, beziehungsweise. Ich gehe trotzdem aufs Windkraftrad. Mach hier mal zwei hin. Der Wasserturm bringt halt nur 6.000. Die Wasserpumpe bringt 120.000. Nee, 60.000. Aber die Wasserpumpe reicht halt einfach mal ewig. Und die kostet fast nichts. Das ist es halt. Deswegen nehme ich immer gern die Wasserpumpe. Aber jetzt ist halt das teure. 22.000 kostet das Klärwerk. Und uns bleibt ja eigentlich auch nichts anderes übrig, außer ein Klärwerk zu bauen. Dann schaue ich aber da diesmal, dass die Startstadt deutlich größer ist. So, jetzt haben wir hier unseren Strom. Den lasse ich mal hierher laufen. Dann hat der schon mal Strom. Dann müssen wir schauen, dass wir hier auch einmal den Strom quer über die Landschaft ziehen. Zu unserem Wasserwerk. Zu unserer Pumpe, damit die auch versorgt ist. Jetzt haben wir 12.000. Okay. Mit 12.000, was wir noch übrig haben, können wir ja hier noch ein bisschen ausbauen. Ein bisschen mehr auf Industrie, weil die Fläche gerade eben war wirklich nicht die größte. Während ich eine Nachricht bekomme. Während ich noch eine Nachricht bekomme. Da. Und jetzt mache ich hier einfach mal schon die ersten Wohngebiete hin. Ein Gewerbegebiet packen wir auch gleich mit hin und hier oben soll dann Industriegebiet hin. So. Ich glaube, unser Startgebiet, was wir hatten, war einfach ein Fitzelchen zu klein. Nicht da, wo sie wollten? Nee, das passt schon. Du musst mir das Abreißen nicht erklären. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn du schon ein paar Mal gespielt hast, er versucht dir immer wieder das Spiel zu erklären. Das Industriegebiet wächst von selbst, ja? Ja, das normale Industriegebiet wächst von selbst, aber du kannst Industriespezialisierungen dann später machen. Aber was ist das jetzt? Sind das jetzt Wohngebiete, die wachsen? Oder? Das hier ist das Wohngebiet. Also alles, was grün ist, ist Wohngebiet. Blau ist Gewerbegebiet und so orange ist Industriegebiet. Industriegebiet brauchst du eigentlich immer zwangsläufig, weil produziert Arbeitsflächen oder halt Arbeitsplätze, hat aber den Nachteil sehr viel Müll und hohen Energiehunger und Brandgefahr und allem drum und dran. Deswegen baue ich lieber eigene. Mein eigenes Gebiet, naja, interessiert's nicht so. Kannst du besser kontrollieren, besser steuern. Und es bringt dir Geld. Okay. Ah, man lernt
dazu, wenn man auf Streams schaut, lernt man das. So, unsere Stadt ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir großartig viel machen können, außer ein bisschen weiter ausbauen. Ich würde sagen, das tun wir auch. Einfach noch ein bisschen weiter ausbauen und ausbauen. Schau mal einfach, dass mir... das erste Gelände, wo die Startstadt hinkommt, die später weichen soll, einfach ein bisschen größer ist als gerade eben vielleicht. Weil ich habe schon versucht, sehr klein zu halten. Dass wir einfach hierdurch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und dann lieber die Stadt nach links weiter ausbau. Also wie war das jetzt? Blau ist Wohn, grün ist... Nein, nein, was? Grün ist Wohngebiet. Grün ist Wohngebiet. Genau. Dort ist Industrie. Genau, und da haben wir unser erstes Level up. Wir können jetzt Steuern erheben. Wir haben jetzt als Dienstleistung Müll, Gesundheit und Bildung dazu bekommen. Steuern und ein Darlehen können wir jetzt nehmen. Gut, und ein bisschen einen kleinen Boost. So, das Wichtigste, was wir halt immer machen müssen, ist nun mal Müll. Der Müll muss gemacht werden. Und einen kleinen Geldboost, den würde ich würde einfach mal hier weiter ausbauen, so bis runter, dass die Stadt hier schon mal soweit etwas gebaut wurde. Gewerbe. So, dann machen wir hier natürlich auch noch ein paar Wohnflächen hin. Einfach schon mal vorbereitend für später. Dann machen wir die Verbindung noch rüber, dann machen wir hier unten auch noch die Wohnfläche dicht. Zack. Die erste Stadt ist mir jetzt halt egal, ob das hier ein bisschen nicht gerade perfekt ist. Wie gesagt... Das kommt noch. Einen Arzt können wir uns gerade nicht mehr leisten. Aber jetzt wichtig, was ich gern mache. Ich erhöhe die Steuern von 10, 10, 11, 12. Das heißt, die, was auch den meisten Dreck machen und allen drum und dran, müssen auch die meiste Kohle zahlen. Also überall 1 Prozentpunkt mehr, beziehungsweise 2, 3 aufsteigend halt. So, es will weiter Industrie in meine schöne kleine Stadt. Unser Stromverbrauch ist schon kritisch. Deswegen baue ich erstmal noch von dem Geld, was ich habe, Strom. Das ist wichtiger als noch ein bisschen Gebiet. Wobei, da können wir auch schon mal hier so noch 5 Meter machen. So. Wasserleitung liegt auch schon hier oben, also können wir echt noch hier ein bisschen... Gebiet machen. Das Problem ist halt auch, die Industriegebiet verunreinigt, hat Luftverschmutzung und Lärm. Das darfst du nie irgendwo in ein Wohngebiet reinbauen, weil dann werden deine Menschen krank und sterben. Ja, gut. Ja, da ist ein bisschen Logik dahinter. So, immer ein paar Meter weit weg. Und wir haben jetzt ein würdiges Dorf. Nächstes Level up. Ein Stadtviertel, Richtlinien, zweites Darlehen, Spezialisierungen, Feuerwehr, Polizei und einzigartige Gebäude. Und die Industriespezialisierung Forstwirtschaft und Landwirtschaft, was uns noch nichts bringt, weil es noch nicht die eigene Forst- und Landwirtschaft ist, aber wir haben ein bisschen Geld bekommen, um gleich mal hier ein bisschen Strom noch herzubauen. Was ja schon mal sehr wichtig ist. Weiter Strom ausbauen. Ja, inländische Wasseraufbereitung, das musst du mir nicht sagen, die habe ich. Nur ich habe eine andere Version davon. So. Es will noch mehr Industrie zu uns, was nicht geil ist, weil Strom. So, dann ich kann noch keine großen Straßen machen. Ich hätte wenigstens gerne sechsspurige. Wobei, wir können eine sechsspurige Einbahnstraße... Nee. Wie? Ort ist bereits belegt. Gar nicht wahr. Halt mal kurz an. Dann baue ich mal hier aus. Dann baue ich so, dass es mal noch keine Autobahn wird. Ach nee. Das war eine sechsspurige. Die Autobahn können wir noch nicht bauen. Oh, das gefällt mir gar nicht so.
Das gefällt mir gar nicht so, aber gut. Schupp. Ich habe nicht genug Geldmittel. Aber schauen wir, dass wir es hinbekommen. Zack. Bauen wir es erstmal hier so. Damit die Verbindung weiter da ist, aber nicht. So blöd. Irgendwie, aber es gefällt mir auch nicht. Ah, was baue ich? Richtlinien aufstellen. Ja, will ich nicht. Kostet mir nicht Geld. Das haben wir nicht. Das machen wir mal, wenn wir genug Geld haben. Darf man nicht vergessen, dann wird es richtig teuer. Es möchte weiter Industrie zu uns. Was ja immer ganz schön ist. Wenn Industrie her möchte eigentlich. Aber die haben halt auch riesen Aufwand leider. Industrie, aber wir bauen mal so jetzt halt erstmal, als ob wir einfach nur so ein bisschen hintümpeln. Oh, man sieht die Wasserverschmutzung. So, tschupp, lass uns einfach mal ein bisschen vorne ran hintümpeln. Ohne irgendwas. Wir hauen gleich wieder ein Windkraftrad mit ran. Dadurch wollen natürlich wieder mehr Menschen in die Stadt. Das heißt, ich brauche auch wieder Geld hier unten, um das Gebiet noch ein bisschen auszubauen. Um mehr Wohnflächen und Wohnraum zu gestalten und zu schaffen. Zack. Ja, neue Dienstleistungen, ja, ist, weiß ich, aber wir haben noch zu wenig Geld hierfür. Arbeitsplatztechnisch schaut es anscheinend ganz gut aus, da kann ich mich gerade nicht beschweren. Da schaut es aus, als ob es läuft. $1000. Und Parkgebiete, Industriegebiete, Landschaftsbau, Parks, Industriegebiet, Fischindustrie und ganz viel anderes Zeug haben wir jetzt bekommen, was ja ganz schön ist. Damit kann ich auch hier einfach mal weiterbauen mit dem kleinen Geldschub, weil jedes Mal, wenn du so ein Level up hast, kriegst du ein paar Dollar als Zuschuss und kannst damit dann auch nochmal ein bisschen schöner und weiterbauen damit. Jetzt baue ich hier trotzdem mal einen Arzt hin. Eine Feuerwehrstation kann ich mir gerade wieder nicht mehr leisten. Aber dafür wächst gerade die Stadt ein bisschen weiter. Die kommt auch so nach und nach. Feuerwehr immer noch ganz wichtig. Wir haben eine sehr hohe Brandgefahr. Wenn wir die 12.000 haben, sollten wir das uns erledigen können. Ach nee, Polizeistation. Nee, Feuerwehr. Brauche ich auch. Vielleicht mache ich die als erstes. Weil ich sehe gerade, hier haben wir ein bisschen Probleme mit Kriminalität. 35% Kriminalitätsrate. Machen wir erstmal das. Es kommt halt. Nach und nach kriegst du die Dienstleistungen und müsstest eigentlich gleich das Zeug bauen, weil die Kriminalitätsrate halt die ganze Zeit da war, aber für dich bis zu dem Punkt unwichtig war. Und keine Auswirkungen auf deine Stadt hatte. Jetzt hat boom. Jetzt haben wir die Polizei. Das macht die Menschen glücklich und dadurch wollen sie wieder mehr in die Stadt rein. Und das gleiche jetzt einmal mit einer Feuerwehr. Sobald wir die 12.000 wieder haben. Das Gebiet links kaufen wir uns. Dann kann ich das Autobahndreieck umbauen. Zu einem wunderschönen Kreuz. Was ich dann nochmal upgrade, um mehr Verkehr durchzubekommen. Damit das auch ganz gut funktioniert. Er sagt mir, ich kann Kanäle bauen. Ja, aber ein Kanal interessiert uns nicht. Hier ist eine Miezekatze. Ja. Komm, 12.000. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen die Leute glücklicher. Putz, siehst sofort. Smileys. Smileys über Smileys. Und dann schauen wir, dass wir gleich so ein bisschen das Günstige reinkriegen. Wir bauen den Plaza. Oder wir bauen Plazas. Putz. Um die Menschen etwas glücklicher zu bekommen.
Ach, wir haben sogar schon genug Geld für ein paar Blasers. So. Bin gleich wieder da. Ja. Und wir haben ein Stromproblem. Natürlich haben wir ein Stromproblem. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Der hat mir die Leitung kaputt gerissen. Hör mir auf zu erzählen, dass ich Kais und was weiß ich alles machen kann. Blöd Spiel. So, 6000. Darauf müssen wir kurz mal warten. Aber wir machen gutes Plus eigentlich gerade. Tschupp. Parkgebiete errichten, ja. Könnten wir auch machen, weil damit würden wir auch Geld bekommen. So ein bisschen. Ein Freizeitpark oder sowas. Aber es ist auch sehr teuer. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ich hätte ja eine Idee. Dass wir wirklich von Anfang an so einen Park mitbauen. So ein Freizeitpark. Aber auch ziemlich nah oder auch versuchen zeitgleich ein Forstgebiet zu bauen. Ich muss mal aufhören zu dampfen und mal wieder eine richtige zu rauchen, weil hier steht, fängt langsam an der Nebel zu stehen. Das ist halt der Nachteil am Dampfen. Das hier gefällt mir gar nicht. Aber das ist momentan einfach noch zwangsläufiges Übel. Bisschen Gewerbe will wieder her. Und auch ein paar Menschen wollen hier in die Stadt einziehen. Also lassen wir sie doch in die Stadt einziehen, indem ich hier einfach das Gebiet noch ein bisschen aufbaue. Wir sind nicht viel größer, aber ich glaube ausreichend größer, damit es besser funktioniert. So. Denke ich schon. Wir haben jetzt schon... Ja. Der Wachstum ist deutlich schneller. Das erkennt man schon so ein bisschen. Ich baue hier jetzt noch ein bisschen aus. Oder auch nicht. Um hier noch so ein bisschen... bisschen Industrie mit reinzubekommen, einfach mal. Muss ja nicht viel sein. Aber da ist halt auch immer sehr viel LKW-Verkehr. So, Wasser habe ich schon hochgelegt, also kann ich auch tatsächlich... Boomende Kleinstadt. Nice, Straßenbahn und allen kriegen wir auch. Aber wir haben auch wieder kaum... Oder unser Strom ist auch runtergegangen. Was natürlich auch nicht so cool ist. Bauen wir mal hier an die Küste für das Geld, was wir gerade bekommen haben. Etwas Strom ran. Etwas Windkraft. Damit unser Strom eigentlich stabil bleibt. Wie schaut es hier aus? 7%, 6% voll. So viel Müll haben wir noch nicht. Was auch schön ist. Ich glaube, die Autobahn haben wir auch schon, oder? Ja, die Autobahn haben wir auch schon freigeschalten. Und das Autobahnkreuz haben wir freigeschalten. Wunderbar. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geld sparen. Ein bisschen. Beziehungsweise hier baue ich trotzdem dann noch das Wohngebiet hier so zu Ende fertig. Mit dem Geld. Und dann schauen wir, dass wir auf der anderen Seite links dort richtig anfangen, ein schönes Wohngebiet hinzuschmeißen. Wo dann wir dort einfach mit einem besseren Verkehrsfluss und allem drum und dran die Stadt hinbekommen können. Das ist alles ganz gut abgedeckt eigentlich. Nicht perfekt, aber es ist abgedeckt. Das ist ja eigentlich schon das Wichtigste, dass es wenigstens abgedeckt ist. So. Dann können wir hier noch tschupp, 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 mehr Wohngebiete und wir können einfach uns auf das Gebiet rechts von uns hier drüben fokussieren.
glaube, das macht da den meisten Sinn. Man sieht schon so ein bisschen, hier ist sehr viel Verkehr schon. Oder relativ viel Verkehr, aber halt alles hier in dem Eck. Schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinbekommen noch. Und damit ist mein erstes Käffchen fertig. Ja, Post müsste man auch noch machen, aber das will ich alles in einem neuen Gebiet. Weil hier will ich gerade gar nicht so viel reinschmeißen, weil es ja eh weichen wird. Wir kaufen jetzt ein neues Stadtteil. Putz. Der neue Stadtteil ist da. Jetzt muss ich mal kurz auf die Rohstoffkarte schauen. Ich muss hier drüben das Forstgebiet machen. Ich kann es nicht hier machen. Hier ist zu wenig Wachstum dafür. Also bringt uns das leider nichts. Okay, schade. 29.000. Jetzt gucken wir mal kurz das Autobahnkreuz. Kostet 25.000 und eins höher 54.000. Die Sache ist die, ich muss es höher bauen. Müssen wir hier noch warten. Wobei ich mir gerade überlege, ob ich mir lieber den Atomizer gönne. Ich mache jetzt auch mal noch eine Feuerwehr her. Bevor ich hier das Ausbauen einfach ein bisschen laufen lasse. Es funktioniert jetzt schon deutlich besser. Einfach nur, weil wir einen Ticken größer gebaut haben am Anfang. Guckt mal, wie viel Geld wir jetzt dazu bekommen. Und ich hätte eine Idee für links, weil wir da keine Industrie gerade hinbekommen. Keine eigene Industrie. Dass wir so ein Eck mit Versorgung machen, wo dann halt das Wasser produziert wird, die Geothermie-Kraftwerke sind. Und auch einen Park. Also entweder bauen wir dann einen Stadtpark hin oder einen Freizeitpark. Tendenziell hätte ich eher Bock auf einen Freizeitpark. Würde Tourismus in die Stadt bringen und ein bisschen Geld kostet es, aber halt auch nicht so. Die Stadt würde attraktiver werden. Weißt du? Weiß ich noch nicht, so bin ich etwas unentschlossen. Aber wir brauchen erstmal knapp 60.000, um überhaupt hier die Autobahn bauen zu können, beziehungsweise sogar über 60.000. Ja, neues Gebäude. Ein Busdepot. Weiß ich, kenne ich. Was ist das? Öffentliche Transporthubs, ja. Die Polizei, die Poststation. Auch noch nicht. Es ist aber noch ein bisschen wachsen. Die wollen noch ein bisschen mehr wachsen gerade. Weiß jetzt nicht. Was ich auf jeden Fall nochmal brauche, ich sehe es am Strom gerade, ist ein, zweimal Strom. So ein bisschen. Weil es jetzt gerade wieder kalt wird. Baue ich da noch ein bisschen hin. Einfach auf der sicheren Seite zu bleiben. Wir könnten auch Mautstationen noch bauen. In die Autobahn rein. Dass halt die städtische Autobahn Maut bringt. Aber die müssen auf dem Boden stehen. Die kann ich nicht erhöht bauen. Und tatsächlich würde ich die am liebsten nur an Ein- und Ausfahrten der Stadt haben. Aber dann bringen sie wenig Geld. Ich hätte gerne die Mautstation grundsätzlich. Und da staut sich's dann auch, weil wir haben hier wenig Autobahnmöglichkeiten. Hier drüben wäre eine. Weiß ich nicht. Werde ich sehen, muss ich mir überlegen. Wir lassen das alles mal so laufen, bis wir ein bisschen Geld haben. Wachstum ist ja da. Geld kommt rein. Lass mir so mal, ich würde sagen, wirklich so auf 100.000 mal sparen. Und dann das Stück Autobahn hier austauschen. Zum Kreuz. Ich das Eck hier einfach mal so weit stehen lasse und nach links ausbaue. So, Rockdale schaut ganz gut aus.
bis jetzt. Ich kann mich nicht so beschweren. Es läuft. Ich muss mal schauen. Die zwei Akkus sind hinüber. Die laden nicht mehr. Schade. Verkehrstechnisch schaut es beschissen aus. Muss man auch gerade einfach mal sagen. Hier. Aber das kommt alles mit dem Geld, wenn ich es hier umbaue. Kriegen wir das schon hin. Ah, Stau ist schon. Stau haben wir schon. Ordentlich sogar. Wie schaut mülltechnisch aus? 15 und 5. Beides auf 15. Das ist in Ordnung. Altersheime auch noch nicht. Alles aber noch. Bin eine Stadt, die deutlich mehr Geld hat. Als das, was wir gerade haben. Eine Stadt, die viel mehr gehabt als das, was wir gerade auf dem Konto haben. Ach, ich muss jetzt mal die Kamera ausmachen hier. Ich brauche mal ein bisschen was richtig, was anders hier. Da, da, da. So, ein bisschen mehr Geld will ich schon noch. Dass wir hier gleich ein bisschen besser ausbauen können und nicht wieder Geldprobleme haben, weil 55 sind gleich weg, dann haben wir noch 15.000, das ist nichts für eine Autobahn. Vor allem, wir müssen ja das Kreuz auch noch gleich ein bisschen upgraden. Ich würde auch schauen, dass wir gleich anfangen mit Busverbindungen, Busse bringen Geld. Bringen gut Geld. Wobei anfangs halt kosten sie auch wieder. Die bringen erst im späteren Verlauf gutes Geld. Muss mal schauen, wie ich die Infrastruktur so ein bisschen halte. Weil Bahnhöfe wären halt auch gleich ganz geil, wenn ich die irgendwo mit einbauen könnte, als später irgendwo nachträglich reingeklatscht zu haben. Aber das ist halt sehr teuer. Also wir halten die Zeit an. Ich würde mal sagen, mit 80.000 können wir jetzt schon mal hier an das Kreuz gehen. Tschüss Dreieck. So, kriege ich das Kreuz hier schon hin? Chup. Nicht ganz, nicht ganz. Okay. Muss ich hier drüben noch ein bisschen abreißen? Reißen wir mal hier die Verbindung so ein bisschen weg. Das kann auch weg, weil Autobahn haben wir schon. Jetzt ist halt natürlich nachts und ich sehe natürlich wieder richtig viel. Nach oben muss ich noch ein bisschen abreißen. So, schauen wir mal. Putz. Gut, dann muss ich hier unten noch ein bisschen abreißen. Und hier noch ein bisschen, damit wir die Autobahn auch verbinden können. Das wäre jetzt auch mal für mich so erst einmal das Wichtigste, dass wir die erstmal anschließen, bevor ich es ausbaue. Nicht, dass uns das Geld gleich ausgeht. Ein paar Meter können wir aber schon ziehen. So schlimm ist es jetzt nicht. So, eine Auf- und Abfahrt. Hierhin. Erstmal. Noch gar kein Kreisverkehr oder so. So. Jetzt muss ich aber schauen, dass wir hier noch eine Verbindung hinbekommen, bevor ich da drüben baue. Das heißt, ich mache das einfach so. Dann ist die Verbindung möglich. Gut. Wir haben ein bisschen Geld noch über, aber wir müssen tatsächlich noch ein bisschen warten, leider. Außerdem haben wir ein anderes Problemchen. Dass hier genau das Stromnetz unterbrochen ist. Jetzt müssen wir mal kurz über die Autobahn drüber ziehen. Hallo? Hä? Jetzt willst du mich wieder ärgern, ha? Huh? Ja, jetzt müssen wir mich das Stromnetz wieder ärgern.
Kannst du nicht einfach hier connecten? Och Mann. Das ist halt auch so ein kleines Problemchen. Oder so ein kleiner Bug, würde ich fast sagen. So. Jetzt ist das Stromnetz nämlich da. Jetzt kriegt die Stadt auch wieder Strom und wir kriegen auch wieder Geld damit rein. Guten Morgen. Kannst du mir eventuell sagen, woran es liegt, dass keine Müllautos mehr spawnen? Ich habe das Problem noch nie gehabt, aber meine aktuellen waren keine mehr auf den Autos. Aber hast du, Flo, hast du das Problem, dass die Autos ganz weg sind und auch kein Müll abgeholt wird? Oder werden wird der Müll weiterhin abgeholt, aber es sind keine Müllautos da? Und danke für den Follow, oder? Ja, danke für den Follow. Warum habe ich jetzt keinen Strom? Was ist mit dem Strom passiert? Hä? Ich habe doch vorhin extra noch Strom gebaut und nichts ausgebaut. Okay, dann bauen wir noch mal ein bisschen mehr Strom hier hin, gerade mal. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum ist mein Strom... Okay. Ich habe nur eine Leitung neu gebaut. Aber okay. Ah, Temperatur. Die ist gerade sehr im Keller gewesen. Müssen wir einfach mal schauen. Dann bleibe ich hier mal ein bisschen noch weiter hier drauf. Solange ich noch keine Geothermie-Kraftwerke habe. Ich möchte halt nicht noch mehr Umweltverschmutzung machen. Ich versuche halt immer eine schöne, saubere Stadt zu haben. Umweltverschmutzung macht halt so ein ganzes Gebiet einfach zunichte. Aber wirklich zunichte. So, hier ist der Verkehr wieder ein bisschen besser. Dafür haben wir unsere 80.000 gut genutzt. Ich hoffe mal, dass ich es hier hinbekomme, dass ich das Kreuz ein bisschen schöner aufbauen kann noch. Da brauchen wir einfach noch ein bisschen Geld. Also wenn sie nur nicht spawnen und der Müll abgeholt wird, dann ist es gut. Wenn sie gar nicht mehr spawnen, oder dann ist es nicht schlimm, aber wenn sie gar nicht spawnen und auch keinen Müll abholen, dann ist es blöd. Dann wüsste ich jetzt aber auch nicht, warum. Weil das Spiel regelt sich tatsächlich immer so. Wie viel Müll vorhanden ist, desto mehr Müllautos fahren. Wenn du jetzt zum Beispiel 500 Mülldeponien hast, aber im Grunde nur ein oder zwei Autos benötigt werden, um die Stadt abzudecken, für den Müll, der vorhanden ist, um abzuholen, dann spawnt er die auch nicht. So, ihr dürft gleich auch wieder meine Fratze sehen. Nachdem ich nochmal ein Schlückchen Kaffee... Ein Friedhof. Oh, der Friedhof ist ja auch schon... Ja, habe ich fast vergessen. Kann ich den... Wo baue ich den? Ich baue den dahin. Einfach so mittig rein, um da ein bisschen meine Startstadt abzudecken. Also, der größte Teil ist müllfrei, so wie immer. Aber ein neuer Industrieteil wird überfüllt mit Müll. Undergroundverbindung und Mülldeponie und Industrie. Zwischen Untergrundverbindungen, Mülldeponie und Industrie... Es kann sein, dass die Wegfindung dahin ein bisschen zu kompliziert ist für die Autos und die deswegen nicht hinschickt. Das kann sein. So ein Problem hatte ich auch schon, wenn jetzt ich genug Mülldeponien zum Beispiel hätte. Aber der Weg so kompliziert ist, dass er nicht hinkommt, auch wenn es direkt nebendran ist, dass die einfache Wegfindung nicht funktioniert. Das könnte ein Punkt sein dafür. Wir haben 18.000. Dann würde ich doch tatsächlich hier meine Autobahn noch einen Meter weiter ausbauen. Das ist halt auch das Teure, dass die... Das ist sehr teuer, weil die halt da oben ist. Hab eine Deponie geleert und mal eine Deponie direkt ins Industriegebäude gestellt. Trotzdem spawnt nichts. Aber ich schau mal wegen Wegfindung. Okay, wenn dort nichts spawnt, ja... Wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, was es hat. Wir schauen jetzt mal kurz, dass wir hier unser Kreuz upgraden. Für später höheren Verkehrsaufkommen. So. Zack. Achso, ihr, meine Fratze. Die kriegt ihr gleich. Ich baue noch schnell das zu Ende. Wobei, ihr wollt sie ja bestimmt nicht sehen. So, na komm schon. Ach komm schon. Das muss funktionieren. Spiel. Jetzt ärgerst du mich aber, oder? Bin ich jetzt doof? Warum will das nicht? Hä? Ich hab nicht genug Kohle. Okay, wir müssen das aber bauen. Also nehme ich jetzt einfach mal ein Darlehen auf.
Wir müssen das bauen, weil sonst haben wir... Ah, das ist halt immer das mit ein bisschen gehobenem Zeug. Okay. Da. Mit erhöhtem Zeug, das kostet Schweine viel Geld. Ich krieg den nicht mehr hin. Okay, ja, dann nehme ich den und zahle den einfach mal ab, dass ich immer noch so einen kleinen Notgroschen oder Notsache habe, die ich mir holen kann. So. So. Jetzt müssen wir auch nicht die Stromverbindung wieder hinzimmern. Die er dann automatisch gleich wieder abreißen will, der Arsch. Das ist so ein Bug, den habe ich gefühlt schon immer. Und zwar, die erhöhten Strommäste will er nicht sofort anschließen, wenn du da daran machst. Das, den habe ich zum Beispiel schon immer. Hab den Fehler gefunden und was war's? Ich bin neugierig. Also, jetzt dürft ihr meine Fratze sehen. Putz, hallo. Da, da, da. Okay, das gibt Sinn. So, hier drüben soll dann wirklich ein aufgeräumtes Städtchen herkommen mit allem. Mit schönem Kreisverkehr und Verbindung. Deswegen bauen wir jetzt hier schon mal die Autobahn so rüber. Dann bauen wir hier drüben die Stadt erstmal weiter aus. Das sollte erstmal reichen. Dann will ich. Mein Gedanke. Ist hier unten Wohnfläche erstmal zu schaffen. Also hier unten kommt Wohnfläche hin. Hier oben so ein schmaler Weg. Versorgung. Also Geothermie-Kraftwerke. Später Geothermie-Heizkraft. Das alles so ein bisschen. Auch die Müllautos und so. Die Atomizer. Die sollen hier so ein bisschen Platz mitfinden. Und ich würde vielleicht hier oben schon mal so einen Freizeitpark bauen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Du bist der Große. So, tschupp. Und dann schauen wir mal, dass wir den irgendwo hier hinbekommen. Schon mal Campus gebaut? Nee, Campus habe ich zum Beispiel gar nicht drin. Als Mod. Weiß ich nicht. Weil. Oder halt als. Als DLC. Weil es gibt so viele DLCs und ich sag halt einfach mal, irgendwann ist auch mal gut. Ja, ich habe jetzt schon einige. Okay, dann mach das halt nicht. Du musst so ein bisschen vom Punkt hin immer. Danke. Irgendwann hast du halt meiner Meinung nach genug DLCs gekauft und dann ist auch mal Schluss. So, ich hätte gern genau den Punkt hier. Aber das sind so viele Punkte mittlerweile übereinander gelappt, dass der hier rumspringt. Den Punkt hier. Ziehen wir jetzt mal runter. Zack, wunderbar. Ist es jetzt gerade? Nein, ist es nicht. Ah, scheiße. Quadratisch praktisch gut, weißt du? So, dann mache ich das anders da. Dann baue ich, ich gehe von dem Punkt hier zwei Punkte weg. Dann müssten wir es... Gehen wir erstmal in die Richtung. Ich will, warte mal, komm. Den Punkt, damit wir schön gerade haben. Zur Autobahn. Und ich denke, das müsste gerade sein. Damit ich meinen Kreisverkehr auch immer dazwischen bauen kann. So. Wir könnten auch irgendwo hier einen Freizeitpark bauen. So eher ins Wohngebiet rein. Bevor wir den, irgendwo anders hinpacken, ha? Huh? Danke für den Follow. Krassi.
Mach ich. Ich glaube, ich mache das eher so, dass ich es hier so ein bisschen mittig hinbekomme. Das wäre auch eine Idee. Und es läuft schon viel besser als vorhin. Es ist halt einfach. Ich hab's jetzt lang nicht mehr gespielt, und das merkst du einfach, wenn du so ein Spiel, wo du kleine Fehler machen kannst und dich damit in die Kacke reiten kannst, lang nicht mehr gespielt hast, dass du erstmal wieder ein bisschen reinkommen musst. Oder zumindest geht's mir so. So, schauen wir mal. Ein Käffchen. Irgendwo hier würde dann schon das nächste Kreuz werden, um den Verkehr halt einfach besser aufteilen zu können. Also, dass es gar nicht zu groß wird, das Gebiet. Dann will ich noch eine Verbindung schaffen zwischen dem und dem Eck außerhalb der Autobahn. Also, dass ich vielleicht hier dann ab in den Tunnel gehe und hier rüber gehe. Dafür müssen wir die aber halt ein bisschen gerade ziehen noch. Ich ziehe mal hier noch ein bisschen weiter. Wir haben gerade einfach mal ein bisschen Geld, und das nutze ich doch auch. Wir hatten gerade mal ein bisschen Geld. Und das habe ich genutzt für 5 Meter, für 5 Meter Straße. Mal schauen, wie immer. Wir haben auf jeden Fall Wachstum, um erstmal hier die Fläche ein bisschen nutzen zu können gleich. Was ja schon mal ganz gut ist. Aber wenn du halt einfach hier immer oben baust, brauchst du sehr viel Geld. Ich überlege gerade. Machen wir jetzt erst einmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal circa den Kreisverkehr, wo er hin soll. Das wäre nämlich für mich, würde ich sagen, dass wir den hier hinschmeißen. Die Verbindung zur Autobahn. Und ich hier mittig dann die Verbindung hier rüber ziehen würde. Das heißt, ich würde hier sozusagen, ich tue es nochmal andeuten, schon mal so ein bisschen. Verbinden tun wir es noch nicht, das kommt dann. Und hier irgendwo mittig, dann halt hier so tschupp nach unten. Um dann später die Verbindung außerhalb der Autobahn zum anderen Gebiet noch hinzubekommen. Ohne dass die Autos immer über den Kreisverkehr fahren müssen. Das gleiche hätte ich gerne hier. Dass wir hier auch so ein Stück nach vorne gehen. Schon mal angedeutet. Und hier müsste ich dann auch noch eine dicke Straße reinziehen. Genau. So, jetzt gehen wir mal auf Einbahnstraßen. Ich will eigentlich... Eigentlich möchte ich gern direkt mit schönen Straßen mit Bäumen und sowas bauen, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Dafür brauchen wir noch ein paar Einwohner in der Stadt. Ich glaube, die müssten aber auch gleich kommen. Da sind wir nicht mehr so weit weg. Um einfach die Attraktivität unserer Stadt mehr zu steigern. So. Lasse ich es erstmal so nach unten offen. Ziehe ich hier auf der Autobahn wieder so meine Hauptlinie eigentlich so ein bisschen. Außer wir haben kein Geld. Ah, müssen wir mal schauen, wie wir weiterbauen. Ein bisschen Geld haben wir wieder. Ich bin immer so ungeduldig. Ich will immer gleich so viel auf einmal bauen. Und dadurch komme ich gar nicht so schnell voran. Ich könnte ja zum Beispiel erstmal nur bis hierher ziehen, aber ich will es gleich komplett fertig machen, das Viertel sozusagen. Geht jedem so, ja? Aber das ist das, was dir in dem Spiel das Genick brechen kann. Du baust zum Beispiel Straße, zu viel Straße auf einen Schlag. Und hast dadurch einfach gleich zu viel Ausgaben. Hä? Warum ist der rechte Winkel hier anders als der rechte Winkel hier drüben? Ach, weil das kein rechter Winkel ist. Ups. Egal. Musste ich gestern... Haben wir heute gelernt.
Ich hatte schon ziemlich viel Autobahn. Ich hatte hier hinten schon das Forstgebiet hingestellt und dann habe ich nur noch in die Miese gerutscht, statt eher ins Plus zu wandern. Was halt gar nicht cool ist. Weil das war so eine Abwärtsspirale dann leider. So, Wasser. Wir brauchen noch Strom. Natürlich brauchen wir noch Strom. Ganz logisch. Strom. Ohne Strom geht ja nichts. So, Ah, das war klar. Ich ziehe mich gern neben der Autobahn so eine Stromlinie hin. So hier, so neben der Autobahn. Während eine Katze hier vorbeiläuft. So ziehe ich ganz gern immer so ein bisschen die Stromversorgung so. Neben die Autobahn hin, aber da haben wir jetzt halt gerade so ein... Gehe ich halt erstmal so ran. So. Einfach mal bis hier hin. Zack. Und dann von da. Warum willst du das dann abreißen, Spiel? Wirklich. Zack. So. Und jetzt aber schauen wir halt, dass es nochmal hier hingeht. Danke. So, was brauchen wir jetzt alles ein bisschen in dem Gebiet? Ich würde sagen, erstmal ein bisschen Gewerbe hier oben schon mal hin. Das habe ich immer gern ziemlich nah an der Autobahn. Weil die ja nicht nur den Verkehr haben durch die arbeitende Bevölkerung, während unser Stream gerade weg ist. Ich warte mal kurz. Stabilisieren wir uns wieder. Komm schon. Ich glaube, wir sind wieder da. Oder? Nee, wir sind wieder da. Ja. Jetzt hat er gerade ein bisschen was. Will er gerade nicht mehr so. Ich warte einfach mal eine Sekunde und baue hier ein bisschen weiter. Alles gut, okay. Es ist ja nicht so, dass nur... ruckelt ein bisschen. Ja, ich sehe es gerade. Wir verlieren gerade ein bisschen Frames ab und an mal. Ab und an ist er mal kurz ein bisschen weg. Aber ich hoffe, das stabilisiert sich wieder. So, dann natürlich hier. Wir müssen einfach noch kurz ein bisschen einfach aufs Geld warten gerade. Es hilft gerade nichts. Ja, wobei wir könnten hier oben ja, das kostet ja nicht viel, schon mal Plazas machen. Und hier einfach schon das Wohngebiet reinschmeißen. Tschupp. So ein paar Meter. Dann können wir hier ganz entspannt noch auf die... Was habe ich da gebaut? Ich habe schon vergessen. Arztpraxis, also Feuerwehr. Feuerwehr noch hinmachen. Hat sich wieder stabilisiert, ich denke. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Da habe ich tatsächlich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Hab's einfach vergessen. Toll. Komm, Feuerwehr. Dann war es nicht wichtig. Ich vergesse auch wichtige Dinge. Das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Das Allerschlimmste. Zumindest in der Situation. Ich habe eine Person schon so 6-7 Jahre gekannt. Eine Mädel. Und bin dann halt mit ihr zusammengekommen. Irgendwann. Und dann stand sie hier bei mir in der Küche, hat sich gerade einen Kaffee gemacht. Und ich habe ihren Namen vergessen. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Alter, war sie sauer. War die sauer. Wirklich, ich stand da so, sag... Wollte sie halt ansprechen. Gewerbegebiet. Brauchst du nicht arbeiten? Bevölkerung? Ja, kommt noch. Industriegebiet ist komischerweise gerade ziemlich auf Null, aber machen wir gleich. Ich will gerade nur wenigstens noch die Polizeistation hinkriegen. Ich stand da und habe ihren Namen vergessen. Ich wollte sie ansprechen und irgendwas sagen. Und ich stehe da und frag halt so
einfach aus dem Bauch heraus. Wie heißt du nochmal? Ich wäre fast einen Kopf kürzer geworden. Ja. Ups. Ja, deswegen Schatz sagen. Kann man schon nicht so viel falsch machen. Genau. Oh. Es ist halt wirklich so, menschenbezogene oder personenbezogene Sachen vergesse ich relativ schnell. Also die merke ich mir auch irgendwie gar nicht, als ob so in meinem Kopf da gar kein Platz für ist. Ich merke mir unglaublich viele Sachen. Wirklich Zahlen oder in der Arbeit, die SAP-Nummern zu den Rohstoffen dazu, die habe ich im Kopf. Aber wann wer Geburtstag hat, wer wie alt ist, und das jetzt halt nicht so von irgendwelchen Menschen, die man so kennt. Ich habe keinen Plan, wie alt mein Vater oder meine Mutter sind oder mein Bruder. Das Einzige, was ich weiß, ist, wann meine Mutter Geburtstag hat, aber weil ich es mir merken kann. Da habe ich mir so in Anführungszeichen eine Eselbrücke gebaut, so einen Monat vor Weihnachten, also am 24.11. Aber wann mein Bruder? Keine Ahnung. Oder mein Vater? Keine Ahnung. Was ich noch weiß, ist, nur der Geburtstag von meiner Mutter. Ich habe selbst meinen Geburtstag schon vergessen. Ist auch schon passiert. Steh ich in der Arbeit, sag halt, ganz normal halt gearbeitet und irgendwann kriegt mein Arbeitskollege halt die Benachrichtigung von Facebook, dass ich Geburtstag war und dann sagt er, du hast heute Geburtstag? Ich schaue an. Kann sein, keine Ahnung. Dann musste ich selbst auf den Ausweis nachschauen, ob ich Geburtstag habe. Weil ich einfach so, hey, keine Ahnung, habe ich heute Geburtstag? Sowas merke ich mir halt null. Das ist den Menschen gegenüber nicht böse, die meistens denken halt, das ist böse oder ich. Die meisten fassen das immer sehr negativ auf, aber ich kann da halt null für. Das ist keine Absicht, dass ich Menschen vergesse. Oder Sachen von Menschen vergesse. So. Ich denke mir, unser Verkehr ist ganz in Ordnung. Wann kriegen wir denn eigentlich unser nächstes Level ab? Weil Erzindustrie, okay, das haben wir ja schon. Boom in der Kleinstadt, was kriegen wir hier? Ich brauche nämlich, genau, das will ich hier. Das hier. Dadurch kriegen wir ziemlich viel mehr Wachstum erstmal rein. Noch mit. Wieder. Den wir gerade noch nicht befriedigen können, den Wachstum. Aber da bin ich schon bei. Weil ich ja eigentlich gern ein bisschen warten würde, aber wir müssen trotzdem schon noch ein bisschen ausbauen. Weil sonst nicht weitergeht mit dem Wachstum. Ich hoffe übrigens, die bisschen Jazzmusik im Hintergrund, die ist ganz gut, ganz passend hierzu, denke ich. So ein bisschen beruhigende Musik. Dafür habe ich übrigens. Ihr werdet lachen, ich als winzig Streamer habe mir hierfür eine Lizenz geholt. Ich habe da keine Angst mit DMC oder sonst irgendwas, weil ich habe von Epidemic Music mir hier einfach eine Lizenz für monatlich 16 Euro oder sowas geholt. Dass ich das auch nutzen, abspielen und alles darf. Ich habe mal gedacht, sowas ist halt auch für ein Pausescreen oder sowas, wo man dann ein bisschen warten muss und so, immer ganz, ganz cool. So ein bisschen. Wir machen übrigens, gleich mal als Vorwarnung, wir machen also alle 2 Stunden immer so 5 bis 10 Minütchen Pause. Eher so Richtung 5, ich mache mir nur einen Kaffee dabei oder hol mir mal was zum Trinken dann. Das ist so ein bisschen meins, was ich mache, dann kann jeder mal auf die Toilette gehen und alles. Und das Übliche, was man halt so ein bisschen in der Pause macht. So. Ich finde, das ist immer eine ganz gute Zeit, so nach 2 Stündchen mal kurzes Päuschen von 5 Minuten. Dafür gibt es halt keine langen Pausen. Wirklich. Ich mache mir ein Käffchen drüben und sobald ich wieder da bin, geht's auch dann weiter meistens. Strom macht mir ein bisschen Sorgen. Weil der war jetzt sehr lange ignoriert von mir.
Und der will hier gerade nicht überspringen. Na komm schon. Busse will ich auch eigentlich relativ bald mit ran machen, wenn ich drüben das Versorgungseck da baue. Aber ich denke, ich bin jetzt deutlich zufriedener mit meiner Stadt als vorhin. Und es war einfach nur, weil wir von, ich glaube, ich habe das die Anfangsstadt bis hier gebaut und jetzt einfach ein Ticken mehr, 5 Meter mehr und die Industrie ist doppelt so groß. So ein Fitzelchen mehr. Aber Industrie wird ja eh später auf eigenes umschwenken. Eine Schule will ich hier auch noch reinbauen, eigentlich gleich mit. Aber da fehlt mir auch gerade ein bisschen Geld dafür. Aber das kommt dann noch. Das hätte ich halt gern irgendwo hier. Dann eine Schule, so ein bisschen relativ mittig. Hier so drin. Schupp. Das finde ich halt auch ein bisschen doof. Der Radius von der Schule ist nicht groß, von so einer Grundschule. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ein Altersheim. Könnte man eigentlich schon machen, hä? Ein Altersheim? Was ist das? Ein Kinderkrankenhaus. Würde ich auch gerne schon machen. Kostet sogar weniger. Dann machen wir erstmal das Kinderkrankenhaus. Weil, ja, haben ein bisschen was. Und unsere Nachfrage geht eh nach unten. Gut, es wird jetzt eh erstmal ein bisschen gebaut. Geburtenrate 35 die Woche. Bei 4000? Alter, ihr haltet euch ganz schön ran. Die Kinderkanone hier, oder was? Weiß nicht, bei 4200 rechnen wir einfach mal, alle wären zusammen, hätten wir 2000. Bei 34 Kindern die Woche ist das voll viel. Boah, es wird ja mehr, 47 die Woche. Rammeln, was das Zeug hält, oder was? Okay, Kinderkrankenhaus können wir bauen. Macht einen schönen Radius, deswegen würde ich es irgendwo hier hinbauen. Es hat einen sehr schönen hohen Radius. Putz. Das Altenheim genauso, aber das ist ein bisschen sehr groß, nämlich. Mache ich dann vielleicht auf der Seite, wenn ich hier weiter ausbaue, oder? Oder halt hier neben dem. Es wäre halt auch cool. Dann können die Senioren sich ein bisschen um die Kinder kümmern und aufpassen. Ein bisschen mit den Spielen. Das wäre doch voll Win-Win, oder? Machen wir. Machen wir hier neben das Kinderkrankenhaus. Da sitzen die auch nicht immer einfach nur in ihrem Zimmerchen, gucken aus dem Fenster und haben auch so ein bisschen mehr vom Leben. Können sich um Kinder kümmern. Wachstum ist gerade ein bisschen unten. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum keine Industrie gerade rein möchte in die Stadt. Aber schon länger. Wollen sie einfach nicht. Aber das kriegen wir hin. Was haben wir gerade irgendwo Probleme eigentlich? Strom und Wasser schaut gut aus. Müll! Müll? Müll? Müll ist nicht so geil. Ich baue einfach mal zwei hin, weil wir gerade Geld haben. Einfach um das ein bisschen sicher zu halten, bis wir später den Atomizer haben. Atomizer ist übrigens eine Mod. Die ich aber ganz geil finde. Die finde ich ganz gut. Das Ding ist sehr ziemlich teuer, macht nicht so viel Müll weg. Aber dafür schrottet er kein ganzes Gebiet. 55.000 Müllverbrennungskapazität. Ich glaube, die Hälfte von der Müllverbrennungsanlage macht auch kaum Strom, also 4 Megawatt oder so. Aber ist voll in Ordnung. Das Ding, da brauchst du halt immer ein paar mehr. Aber dafür keine Umweltverschmutzung. So, wir warten eigentlich gerade wieder auf 20. Ich wollte sagen, wir warten auf 22.
1000. Aber nein, ich sehe gerade was anderes. Hier fehlt nicht mehr viel. Dann könnten wir die schönen Straßen hier einmal upgraden. Fehlen wirklich nicht mehr viele Menschen. Ich hoffe, die kriegen wir noch hier unter. Da würde ich mich freuen. Ich könnte hier eigentlich auch noch einen Ticken weiter rausziehen. So einen Meter mal. Und hier vielleicht nochmal eine Straße reinmachen. Warum haben wir keinen Strom? Wir haben keinen Strom. Oh. Kriege ich hier ein schöneres Kraftwerk gleich mit? Ölkraftwerk. Nee. Wir haben aber ein bisschen Geld jetzt bekommen dafür. Das nutze ich einfach mal hier wieder zum Strom produzieren. Hier wollte ich jetzt aber trotzdem noch mal eine Einbahnstraße in die Richtung bauen. Das mache ich auch. Oh! Ich glaube, ich habe jemanden zu einem Spiel, gerade gebracht. Hallo Sarah, falls du da bist. So, wir graden jetzt aber die Straßen einmal ab, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Jetzt habe ich mich natürlich einmal verklickt, aber das kriegen wir hin. So, tschupp. Ich mache immer erst mal die kleinen Straßen, weil wenn ich mich wie hier verklick. Ja. So, dann haben wir jetzt überschöne Straßen mit Bäumen, die ein bisschen die Attraktivität steigern. So, dann machen wir natürlich auch nicht die großen Hauptstraßen. Logischerweise auch schöner. Die haben wir schon. Jetzt habe ich mich verklickt. So, dann muss ich aber wieder richtig ausmalen. Da habe ich das falsche Eck erwischt. So. Ich glaube, wir haben auch schon die schallgedämmte Autobahn. Ach Mann! Die schallgedämmte Autobahn. Das heißt, die können wir auch gleich mit hinbauen. Ich mache das mit den Bäumen tatsächlich eigentlich hauptsächlich, weil ich es ein bisschen schöner finde. Und es bringt einem ja was, muss man ja sagen. So, für die paar Mark, was die Straße mehr kostet, ist egal. Aber die hier, die bringen viel. Schalldämmung und Lärm und so. Das kann ich wieder nicht machen, das ist auch so eine Sache, was mich immer nervt so ein bisschen. Manche Sachen kannst du nicht mehr upgraden. So. Wie so ein Kreisverkehr halt dann. Der dann so unterirdisch ist. Oder irgendwo so ein Pfeiler im Weg ist. Also ich könnte jetzt hier auch einfach mal durchziehen. Die Schalldämmung ein bisschen hinzubekommen. Da oben ist es mir mal noch egal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich brauche hier noch ein paar Plazas. Und so. Tschüpp. Wasser habe ich hier, gell? Ja, nee, nicht ganz. Nicht so ganz. Geothermie haben wir auch noch nicht, gell? So, wir haben aber nicht... Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch genug Geld, um hier für das Altenheim hinzukriegen. Nee, haben wir nicht mehr, leider. Ja, gut. Busspuren und sowas kriegen wir auch noch. Das ist auch noch das nächste Ziel, was wir haben gleich. So, schauen wir mal weiter. Hier schließe ich dann auch gleich die Autobahn an. Wir haben ja... Müsste reichen an Geld, um die Autobahn anzuschließen. Oder auch nicht. Muss ich ein bisschen weiter ziehen wegen der Auffahrt oder Abfahrt. So. Dass wir hier gleich ein bisschen mehr Menschen auch noch mit reinbekommen.
in unsere wunderschöne Stadt. Dahin. 2-4. Komm schon. Jupp. Yep. Gerade anfangs ist es halt, ich schaue halt an, von Anfang an gleich, dass ich ziemlich auf den Verkehr gehe und so halt Kreisverkehr, Autobahn und viel baue. Dadurch ist es halt einfach, hast du solche Wartephasen und gibst sehr viel Geld aus. Wir haben es ja vorhin gesehen, 80.000 hat nicht gereicht, um unsere Stadt, unser Kreuz so richtig auszubauen. Und ich schaue aber auch, dass ich alles über eine Kreuzung mache, dass ich nicht zu viele Kreuzungen hintereinander baue. Oder zu nah aneinander, dass ich es durchstauen kann. Und dadurch der Stau schlimmer wird. Während mein Kaffee fast leer ist. So. Dann würde ich hier, auch allein weil wir jetzt halt schon die großen Straßen und sowas ready haben, hier einfach weiter ein bisschen Stadt ausbauen. Um wieder ein bisschen mehr Menschen ranzubekommen. Jetzt will auch Industrie mal her, das ist ja auch schön. Das wird mein eigenes Industriegebiet dann hier hinten werden, würde ich sagen, der nächste Schritt. Da habe ich weit genug gezogen, um das zu versorgen. Na komm schon. Geld, komm. Du willst auf mein Konto. Ich weiß es doch. So, eigentlich könnte ich ja hier durchziehen, dann könnte ich da oben schon ein bisschen, aber das ist auch blöd. Ich glaube, wir müssen einfach mal ein bisschen noch warten, oder ich muss einfach noch ein bisschen warten noch. Ein, zwei Sekündchen. Ich kann nicht warten, ich bin kein Mensch, der warten kann. Aber überhaupt nicht. Ich bin kein Mensch, der warten kann. Im echten Leben auch nicht. Ich kann nicht warten. Ja, Markus, das ist mir gestern Abend auch schon aufgefallen. Nein, meine Katze hat ihre Schraube verloren. Ach, deine. Ja, aber ich habe schon gedacht, du meinst jetzt dich, weil du hast ja auch eine Schraube locker. Ja, das ist aber bekannt. Jetzt hast du halt ganz verloren. Richtig. Warum hat deine Katze eine Schraube verloren? Meine Katze ist eine richtige Elektrikerkatze. Also die spielt eher gerne mit Schrauben oder mit Kabel, mit Drähten. Aha. Ja. Also die baut gerade auf gut Deutsch den Schaltschrank, den Sicherungskasten um und versucht die Schraube gerade. Nee, die hat letztes Mal mir bei der Beleuchtung sehr gut geholfen, dass ich das Kabel austauschen konnte. Was? Echt jetzt? Ja, die hat die ganzen Drähte zerbissen und habe ich sie nicht mehr verwenden können. War ganz cool. Okay. Also meine hat anfangs auch mit Kabeln immer so gespielt. Bis sie mal in einem Kabel reingebissen hat, wo Strom drauf war. Und dann war es das, glaube ich, ne? Dann hat die nie wieder in die Nähe, ist die wirklich nie wieder in die Nähe von einem Kabel gegangen. Also ihr ist jetzt nichts passiert, das war so ein kleines 12-Volt-Kabelchen nur, aber da hat man trotzdem mal ein kurzes Kribbeln. Naja, das ist richtig. Nicht genügend Geld, man muss halt warten, bis ich Geld habe. Ja, ich warte auch gerade. So, ich will doch nur hier noch ein paar Plazas herbauen und dann vielleicht nochmal in das Altenheim. Ich will die Wohngebäude erhöhen, weil die suchen da Mitarbeiter. Ja, blöd. Ich müsste eigentlich jetzt Industrie bauen, weil ich nicht Mitarbeiter suche, sondern ich glaube, ich habe ein bisschen Arbeitslosigkeit. Gerade. Können wir gleich mal nachgucken im Fensterchen. Gucken wir gleich mal nach, weil wir gerade kein Geld haben. Arbeitslosigkeit ist bei 16%. Es geht aber tatsächlich. Hätte ich jetzt höher geschätzt. Aber man darf halt nicht vergessen, in City Skylines, alles was ich baue, braucht auch Arbeitsplätze. Da arbeiten auch Menschen. So, jetzt würde ich gerne hier oben wieder Gewerbegebiet hinbauen. Ich glaube, das müsste sogar fast reichen. Ansonsten würde ich das zweite Fleckchen hier mal noch mit dazu nehmen. Müssen wir mal schauen.
Aber da können wir ja erstmal hier schon mal ein paar Wohngebiete. Also einmal eins, damit es den Strom rüberzieht. Aber ich glaube, komm, das machen wir mal so. Chup, 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 chup. Ich glaube, das brauchen wir trotzdem hier oben. Das noch ein bisschen Gewerbegebiet. So, wir machen übrigens in fünf Minütchen Pause, dann, weil ich mein Kaffee ist leer. Jetzt können wir hier den Strom eigentlich auch mal weiterziehen. Übrigens. Chup. So. Ich schaue auch gern, dass ich mehrere Verbindungen habe in eine Stadt. Dass ich so wie hier jetzt nur eine Hauptader habe. Und wieder. So eine Hauptader hier so ein bisschen habe. Kann ich mal kurz alles ausschalten, damit ich den frei bewegen kann. Danke. Dann haben wir hier... Also ich mache es meistens bei einem Kreisverkehr, dass nochmal der Strom reinfließt, aber auf einer Hauptader. Und da ich im späteren Verlauf die... überall neben so einer Autobahnstrecke stehen habe, selbst wenn da mal irgendwo eine Unterbrechung ist, sollte nirgends der Strom ausfallen. Also wenn der Blitz einschlägt. Gibt's ja. Gibt's ja relativ oft in dem Spiel, dass irgendwo ein Blitz einschlägt in den Strommast. So, wir haben hier den Wachstum. Der schaut ganz gut aus. Also würde ich jetzt halt hier auf... hier drüben mal... Chup. Chup. Wunderbar. Hier drüben mal weiterbauen. Da haben wir ja gesagt, kommt hier einmal so ein Versorgungseck hin. So, ups, das war wegen viel... Das war wegen hektisch. Wo dann verschiedene Gebäude drin sind, Geothermie etc. etc. So, Busstopp und so, das kriegen wir alles dann mit da reingebaut. Ist dein Ernst? Dann baue ich es halt hier hin. Dann brauche ich, um die unterirdische Verbindung hinzukriegen. Ich hab kein Geld mehr. Schon wieder. Ist die Verbindung unterirdisch auch noch gegeben? Ich glaube, das war Konkurrenz. Deswegen hat sich der Nachbar gefreut, dass der weg ist. Ich brauche nicht mehr Land kaufen. Wir haben noch nicht mal unser jetziges Land bebaut. Nicht genügend Geld. Gut, das scheitert nur am Geld. Komm. Ich will nur die Verbindung hier rüber bekommen. 14.000 schon wieder. Dann ist da eine zusätzliche Verbindung außerhalb der Autobahn. Dass man nicht immer zwangsläufig durch den Kreisverkehr durch muss, um den Kreisverkehr zu entlasten, um da noch ein bisschen den Verkehr deutlich runter zu bekommen. Zumindest die Gebiete, was direkt miteinander verbunden sind. Die Kreuzungen muss ich auch noch alle einstellen. Das soll nicht über eine Ampel sein, sondern jede Einbahnstraße hat Stop und die, also eine Vorfahrtsstraße halt. Muss ich die Ampeln wegmachen? 14.000, komm, Spiel. Geothermiekraftwerke, glaube ich, haben wir eh noch nicht. Heizen müsste man eigentlich auch endlich mal, um den Strom ein bisschen zu beruhigen. Und jetzt kommen eigentlich einige teure Sachen erstmal. So, wunderbar. Also allein wenn ich sage, wir reißen das dann hier später ab, wird es dann ziemlich teuer werden. So, und hier. Gucken wir mal, was wir jetzt ein bisschen haben. Definitiv Atomizer. Die sollen hierher. Hier ist halt alles momentan noch nicht so. Postsortieranlage. Fehlt halt noch. Aber so eine Postanlage hätte ich halt auch gern irgendwo so ein bisschen mit drin. Aber die macht Lärm. Das
wieder nicht so cool ist. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich, wo ich gerade hinaus wollte. Ich wollte hier Bus. Biodieselbus. Will ich? Breite Allee mit Busfahrspuren. Aha. Hält sich doch eh keiner dran. Ah. Doch. Geothermiekraftwerk. Können wir machen. Es kommt dann auch hierher. Kommen dann Geothermiekraftwerke her. Was echt gut ist. Und Wasser? Okay, Wasser brauche ich jetzt schon was. Dann würde ich auch dann gleich hierhin bauen. Abwasser ist jetzt noch nicht so gut. Machen wir hier das Klärwerk her. Danke für den Follow, Dyke. Dyke, ne. Da brauchen wir einfach wirklich noch ein bisschen Geld. Da müssen wir einfach etwas warten. Hier sind Wohnflächen da, die können sich nach und nach ein bisschen entwickeln. Ich glaube, deswegen ist auch der Balken unten, weil in dem Moment, wo Nachfrage kommt, kann es gleich bauen. Gewerbe ist noch so ein bisschen mau. Aber Geothermiekraftwerke, dann kann ich das Zeug. Bekommt man mehr Geld. Ja, ich will aber die eigene Industrie machen. Das ist es. Ich will die komplett eigene Industrie haben. Da hinten ist ein schönes Forstgebiet, was ich bebauen kann und will. Deswegen will ich das gerade mal noch so ein bisschen einbremsen, absichtlich. Weil das Gebiet hier wird zum Beispiel komplett weichen. Und hier... Man sieht es gerade nicht. Ich gehe einfach mal auf die Ressourcenkarte. Wäre halt Öl. Auch gleich. Ein schönes, dickes Ölgebiet. Das würde auch noch kommen. Warum haben wir Stromprobleme schon wieder? Ich baue jetzt einfach mal den Kollegen hier ins Wasser. Der reicht uns erstmal, bis ich das Geothermiekraftwerk habe. Und das drückt ja die Nachfrage auch massiv nach unten. Habe ich zufällig gerade... Ich mache das mal so. Weil wir gerade so ein kleines Problemchen haben. So. Den hänge ich jetzt einfach mal an die Wasserleitung mit ran hier. Muss eh Wasser her. Ich bin erstmal raus. Jo, ciao. Zack. Strom hat er nicht. Hat er nicht. Aber ist doch eigentlich gleich da. Ja, es war so klar. Ich hasse es. Das ist genau das, was ich meine. Jetzt hat. Jetzt hat er auch Strom. Jetzt haben wir ja auch wieder Abwasser. Und automatisch ein bisschen Wasser. Dann, wo ist denn das von hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das würde ich gerne umziehen lassen, auch mit dahinter ins Eck. Da. Umziehen. Hier hin. Und ich baue gleich noch eins, damit ich hier einfach erstmal die Ruhe habe. So. Hier nehme ich aber jetzt trotzdem schon mal die Heizleitungen mit. Jetzt schauen wir mal. Das können wir noch. Da fehlt uns noch ein bisschen Geld. Geothermie-Heizkraftwerk. Die sollen auch alle hier eigentlich mit rankommen. Arbeitet ihr jetzt nicht, weil ihr kein Wasser habt? Sollte euch noch nicht so stören, gell? Ist halt immer ein bisschen teuer. Aber gut. Müssen auch so die Leitungen noch austauschen, aber dann geht's deutlich weniger auf den Strom. Ich tue es mal bis hierher. So. Wir machen jetzt aber eh mal Pause. Ich hab ja gesagt, alle 2 Stunden mache ich ein Päuschen. Und ich. Da sind wir jetzt schon soweit, dass wir ein Päuschen machen. 5 Minuten Pause, ich mache mir einen Kaffee. Ja, bis gleich.